Match Nummer 3, Navi gegen Kovana. 81% sind dafür, dass Navi gewinnen wird und 19% sind dafür, dass Kovana gewinnen wird. Es ist Spieltag Nummer 4, der Stage Nummer 2 der EU League und wir sehen als Map Chalet und wir können ja mal ganz kurz angucken, was uns da die Werte sagen. Bei Kovana, wie es da bei Chalet ausschaut, ist das so, bisher einmal gespielt und das auch verloren. Und wenn wir bei Navi schauen, einmal gespielt und das auch gewonnen. Bannt denn Navi gerne diese Map? Im Grunde nein. Sie wird sehr oft aber gegen sie gebannt. Also ist ein Indikatorwert dahingegen, dass wohl Navi tendenziell sehr gut diese Map spielen kann, wenn Teams es nicht riskieren, auf diese Map gegen sie anzutreten. Und wenn man bei Kovana guckt, die haben die Map insgesamt viermal gespielt und gegen sie bannt man oft auch diese Map. Ob es jetzt explizit natürlich dementsprechend geschuldet ist, dass die Teams gegen die sie spielen, diese Map gegen sie bannen, weil sie der Meinung sind, sie können die Map gut oder weil die Teams keinen Bock haben, ist jetzt mal dahingestellt im Grunde. Laut von den Stats müsste man da jetzt auf alle Fälle mit Navi mitgehen und das werde ich auch machen. Ich gehe davon aus wohl, Navi gewinnt das ganze Ding und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Um dann nächstes Mal zu sagen, komm, wir spielen nochmal. Wir wissen, was ihr gemacht habt und wir wissen, was unsere Schwächen sind. Ganz genau. Tja, Leute, was meint ihr? Ihr könnt immer noch abstimmen. Wir haben ein paar Kanalpunkte zu setzen. Neue Kanalpunkte, bitte alle Kanalpunkte setzen. Ja, ihr habt immer noch die Möglichkeit zu wetten. Und ich wünsche euch viel Glück. Ich habe keine Kanalpunkte. Ich wette nicht mehr. Das macht für mich keinen Sinn, weil immer wieder 160 zu setzen, das ist ein bisschen sinnlos. Und von daher, Navi gegen Kovana, Leute. Chalet ist die Map. Navi, meiner Meinung nach, ein bisschen weiter vorne. Mhm. Wenn es um dieses Skill-Ranking geht, also ich sag mal Teamplay-Rank, na, wobei, ja. Nee, beide sind schon, also ich sag mal Kovana haben gegen Vitality nicht so geglänzt auf der Map, oft ist es auch so ein Ding, was sich so durchzieht, ja, dass man sagt, okay, das war halt echt nicht unsere Map und vielleicht sollte es auch nicht unsere Map sein und sie spielen halt weiter nicht so die Map, dann gucken wir es. Es kommt ein Lion-Bann. Interessant. Mensch. Interessant. Das ist sogar nachvollziehbar, muss ich sagen. Ja. Vielleicht kann ich euch kurz Stats einblenden, ohne wieder irgendwas zu spoilern. Und zwar wird Lion massiv viel in letzter Zeit in der EU-League gespielt. Also wirklich sehr, sehr viel. Pickrate ist blau, Bannrate ist rot. Wir haben jetzt hier Lion und Lion wird zu 12% gespielt und zu 5% gebannt. Und der ist in letzter Zeit mehr gespielt als in Stage 1 und glaube ich auch als das, was wir 2020 gesehen haben. Also Lion wird in letzter Zeit sehr viel geutilized, da man in letzter Zeit auch wieder so Teams hat, die sehr viel auf Druck und Intel gehen. Gerade bei Consulate hat man das sehr oft gesehen gehabt. Oder bei, oh, ich muss jetzt überlegen, noch bei ein paar anderen Maps, da wurde Lion in letzter Zeit sehr häufig eingesetzt, ne? Ist schon interessant auf alle Fälle. Ah, d'accord, geh ich mit. Mhm. Wir haben, was auch ein ganz interessanter Funfact ist, Chalet tatsächlich als einzige aktuelle Map, die rein statistisch tatsächlich eine Attacker-Map ist. Und selbst die jetzt sagen... Was halt im Grunde eigentlich ein Unding ist, Chalet sollte eigentlich eine Defense-Map sein. Ich finde das ein bisschen verwirrend, muss ich noch gestehen. Wir lassen uns mal überraschen, wie das bei diesem Match aussieht. Im Grunde ist das halt so, ich empfinde das schon als Defense-Map. Wenn man sich halt Kitchen anguckt, wenn man sich Master anguckt, finde ich das schon, sind eigentlich gute Defense-Spots. Basement im Grunde nicht. Und bei Bar ist das halt immer, da kommt es auf deine Anspiel- und Ausspielweise an. Aber wahrscheinlich, weil es halt eher so 2 aus 4 ist, ist es wahrscheinlich zurzeit einfach sehr, sehr attack-lastig. Also können wir wahrscheinlich auch hier erwarten, vielleicht, dass eins der beiden Teams attack-mäßig sehr gut abreißen wird. Wahrscheinlich Navi. Und da bin ich mal gespannt, wie es jetzt sich weiter durchsetzen wird. Ich bin dann sehr erstaunt eigentlich im Regulärfall, dass denn nicht mehr Teams die Map spielen, wenn sie attack-lastig ist und der Attack ja eigentlich im Grunde eher die schwerere Seite ist in Game, im Regulärfall. Ich gehe davon aus, es ist nicht so, dass die Map wirklich attack-lastig ist. Ich gehe davon eher aus, dass die Teams, die einfach im Regulärfall leider noch nicht gut genug können, das hat man immer wieder mal. Es gibt Teams, zum Beispiel Scene Park, wo das damals frisch reinkam, die konnten sehr gut drauf spielen in der Defense und auch Attack. Und dann gab es Teams, die konnten weder Defense noch Attack spielen und wurden da auch attack-mäßig dann überfahren auf der Map. Ne? Und ich denke, das ist hier das ungefähr das gleiche Syndrom. Es gibt hier noch Teams, die noch nicht ordentlich den Dreh raus haben, wie man am besten diese Map spielt und deswegen das zu einem Attacker-lastigen Map geworden ist aktuell. Bloß halt, es gab auch noch die massive Verzerrung bei den Six Invitational von den LATAM-Teams, die da der Meinung waren, ja, wir spielen die ganze Zeit ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba und verlieren das die ganze Zeit in der Defense, da ist sie massiv attack-lastig geworden, ja. Moment mal, was ist denn mit Coastline? Hm. Ist statistisch auch eine Defense mit. Knapp 53% war mein letzter Stand. Hat sich jetzt natürlich ein bisschen was getan über die Spiele. Ah!
Ja, aber das gibt halt immer wieder, dass es ein. Da muss man halt nicht so hart auf die Prozentzahlen gucken bei Coastline, weil Coastline ist schon als Attacker-Map zu titulieren, weil du schnell gegen diese Map vorgehen kannst auf die Spots. Das ist auch eigentlich bei Consolate der Fall. Das ist eigentlich auch eher eine leichte Attacker-Favorite-Map. Natürlich gibt es immer diesen Schwung halt zur Defense. Das liegt aber auch daran, dass sie nicht so massiv attack-lastig ist, wo du jetzt sagen kannst, ja, da gewinnt die Defense nur zu 40% drauf oder sowas. Also danach sollte man nicht so krass nach dem Wert gehen, was da die Prozentzahl der Map hergibt. Spieltage, aber ist rein statistisch dann auch ein Defense-Spot, natürlich sehr ausgeglichener, aber Chalet tatsächlich mit 58% Attacker-lastig. Das ist interessant, das passiert öfters auch natürlich bei diesen Neuen. Da muss man auch noch erwähnen, Chalet wurde zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nur einmal gespielt in der EU-League und das ist kein Indikatorwert, den du nutzen kannst. Das sagt im Grunde gar nichts aus. Also ich kann auch ganz kurz das euch nochmal einblenden. Das sind Statistiken, die halt einfach zurzeit wirklich nicht aussagekräftig sind auf dieser Map, weil dazu musst du halt die Map mehrmals gespielt haben. Wenn du halt nur ein Match auf diese Map gespielt hast, und das ist ein Match, wurde darauf gespielt, und zwar dieses hier, in der Stage, und da halt eine Attack-Lastigkeit da ist, ist das gar nichts. Das sagt nichts aus. Das sagt nur aus, dass das eine Team sehr scheiße in der Defense war im Grunde. Ne? Sollte doch einleuchtend sein, oder? Und bei Coastline ist das Gleiche. Coastline ist nämlich zur Zeit, da war ja gerade die Begründung ja von dem werten Markus gewesen, ja eigentlich eine Deathmap, ja. Wenn ich denn aber gucke, Coastline wurde einmal gespielt und da hat die Defense nur 36% Win-Chance drauf gehabt. Dann ist sie ja jetzt auf einmal massiv attackerlastig, ne? Und das ist eine attackerlastige Map. Maps. Mhm. Daher. Ja, das haben wir ja auch damals gesehen bei Oregon, ne? Da war instant, war das plötzlich eine Attacker-Map und alle so, hä, wie jetzt? Ja. Ja, und da haben einfach zwei Teams drauf gespielt, die einfach in der Def generell nicht gut waren und schon war die Statistik versaut. Schön aber, dass das gerade nachlegt, das ist nämlich gerade das, was ich ja gesagt habe. Das ist dann dieser Nachteil an diesen kurzweiligen Statistiken. Ne? Ja. Wenn du sagst, und da hier zeige ich euch das nochmal, das ist Stage 1. Das hier ist Stage 1, Coastline, 47%. Wurde auch nur dreimal gespielt, ist also nichts wirklich Aussagekräftiges, ne? Da sollte man schon ein bisschen mehr drauf gespielt haben. Chalet zweimal gespielt, 44%. Ja, Trainer zum Beispiel richtig hart reingefloat. Die haben sich da von Navi einfach überfahren lassen. Das war nicht gut. Wobei Trainer schon schöne Ideen hatte in der Defense. Wie gesagt, man sollte immer sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn wenig bei den Statistiken steht, sind das keine aussagekräftigen Statistiken. Da muss schon mehr kommen. Ich müsste mich da hinsetzen und im Endeffekt mal alles zusammenrechnen für euch. Denn über alle drei Stages. Und dann kann man vielleicht zu Chalet ein bisschen mehr sagen. Aber da muss die Map dann auch schon mindestens, ich weiß nicht, was da jetzt wirklich aussagekräftig wäre im Grunde, wo man sagen kann, ja gut, das sind jetzt genug Zahlen, darauf basierend kann ich jetzt auch eine Aussage treffen. Ich bleibe dabei, dass das eigentlich eine Defense-Map sein sollte. Ja, komm, ich nehme halt nur ein Quartal mit, ich nehme halt nur die letzten drei Monate. Ja, da reichen auch nur zwei Spiele, von, weil du hast halt nicht viele Daten, aus denen du erheben kannst. Wie viele Spiele sind denn? Das ist richtig. So, zu viele wird es auch nicht nehmen. Weil was bringt mir ein Spiel vom Penta mit einzubeziehen, die jetzt ein komplett anderes Lineup haben? Und zu sagen, ihre Winrate oder Winchance sind 66%. Das, ja, genau. Das, ne, da haben wir wieder das typische Thema Theorie und Praxis, meine Lieben. Richtig. In der Theorie klingt alles sehr, sehr gut. In der Praxis nochmal ein bisschen anders. Ne? Wer schon mal Fahrschulprüfung gemacht hat, der weiß Bescheid. Kein Mensch rechnet sich unterwegs aus, wie lang der Bremsweg ist, sondern du trittst auf die Bremse. That easy. Ja, und bitte so doll wie möglich. Ja. Fährt durch. Also bei Gefahr. Wenn ihr jetzt ganz normal bremsen müsst, müsst ihr natürlich keine Vollbremsung machen, aber bei Gefahr gerne durchdrehen. Könnte Komplikationen nach sich ziehen. Ja, das stimmt. Und hier zum Beispiel wird als erstes Bar gespielt. Ich habe ja gesagt gehabt, es gibt eine massive Verzerrung von diesem Bar-Spot. Ich werde es auch nochmal ganz kurz zeigen am besten für euch. Probiere euch ja immer so viel an die Hand zu geben wie möglich, damit ihr euch basierend darauf eure eigene Meinung bilden könnt. Ich will ja euch nicht unbedingt nur alles erzählen. Ich will euch auch zu anregen, selber ein bisschen mitzudenken. Ne? Ist halt für viele Leute sehr, sehr schwer, ich weiß. Wenn der Argo nicht unbedingt alles durchkaut für euch. 46% Defense zu 42. Das hier ist auch ein Wert, mit dem man mal arbeiten könnte. Das sind halt wirklich viele gespielte Matches drauf. Aber wenn ihr seht, welcher Spot hier am meisten gespielt wurde, ist es Bar. Und das ist von LATAM. Die LATAM-Teams haben diesen Spot durchgegrindet und diesen Spot massiv verkackt. Kitchen ist gut. Seht ihr, ist ein Defense-Spot. Master
Da geht meines Erachtens noch mehr. Da muss man halt auch einen guten Weg finden, wie ich das am besten ausspiele. Aber ihr seht auch hier, meistgespieltester Spot ist Bar. Wenn ich Bar am meisten spiele, das aber ein Attacker-Favorite-Spot ist, weil ich die Defense nicht stehen kann, ist halt klar, dass die Statistik denn dementsprechend sagt, dass das eine Attacker-Map. Ne? Das ist halt nicht schwer. Da muss man das nur ordentlich lesen. Das kommt immer darauf an, wie du Statistiken liest. Ne? Und wie du was reininterpretierst. Das hier ist halt einfach nur diesen Spot geschuldet, da die alle nicht ordentlich auf diesen Spot das ausspielen konnten in der Defense. Navi meines Erachtens hier jetzt auch draus gelesen hat eigentlich, hey, die spielen alle Bar, da muss ja was dahinter sein, haben das wahrscheinlich nur falsch ausgespielt. Das wird sich jetzt gleich zeigen, ob das der Fall ist, ob Navi jetzt einen guten Wert gefunden hat, wie man das ausspielen kann, oder halt auch da falsch interpretiert hat und hätte nicht Bar spielen dürfen, nämlich Kitchen Master Bar ist meines Erachtens die reguläre Rotation. Da ist dann auch das Recht nicht unbedingt auf eurer Seite, meine Lieben. Aber wir gucken mal, wessen Seite das hier auf Chalet wird. Wir gehen hier nämlich ja schon in-game. Es läuft ja auch schon die Action-Phase. Es wurde ganz normal jetzt erstmal verbarrikadiert und Co. Aber was wir schon mal sehen, und das finde ich schon mal ganz interessant, ist der Spot, der gewählt wurde, mein Lieber. Finde ich für einen First-Pick interessant. Sehr interessant. Und tatsächlich ist es das, was wir auch oft im Six Invitational gesehen haben, ja, dass dieser Spot einfach häufiger gespielt wird, dass unten Basement so oder so nicht gespielt wird, weil die Agony und Harris gesagt haben, du spielst halt gar nicht, weil kannst du nicht halten. Mal guck mal an, was du breachen kannst, wie du ihn anspielen kannst, du reißt oben alles auf, du breachst hinten Wine Cellar, du breachst Garage, was willst du dann noch machen? Dann ist ja oben die Decke alles offen, du kannst dich da drin nicht mehr bewegen, du wirst eigentlich nur schon an deinem Camp-Spot rausgenatzt, ja. So. Ja, das ist halt so, das dann schon grenzt ja ein bisschen an Lächerlichkeit. Und auf der anderen Seite hier auch sehr gut mit der Clash, jo. Ja, da kommt die nächste. Das ist gar nicht mal schlecht. Also das auf dem Blue Stairs zu positionieren, finde ich interessant. Gerade weil hier sehr viel über den Keller gerade aufgebaut wird. Ja, musst du auch irgendwie. Ich meine, du musst ja irgendwie die Bewegung reinbekommen. Und er hier wird ganz interessant. Guck sie an. Er macht sogar eine Barricade oben. Hat er jetzt dort die West Main Stairs. Wir werden nochmal abgamed. Dort hat er die Barricade jetzt nochmal Richtung Dining. Ja. Main Stairs. Sehr gut. Also Hallway. Ich werde euch jetzt nochmal ganz kurz hier an, falls ich denn später irgendwas calle. Das sind die Mainstairs. Das ist hier Main, das ist nicht West Main, das ist Main. Das ist Fireplace, das war schon immer Fireplace, wenn jemand Lobby dazu sagt. Lass ich das tendenziell noch durchgehen, wo das Fireplace, das nach oben hin zum Catwalk sind die Fireplace Stairs. Das hier runter sind die Snow Stairs. Das hoch sind die Library Stairs und das runter sind die Blue Stairs, ne? Und das hier sind die Trophy Stairs. Ich hoffe, das hat jeder begriffen, ne? Ja, ich denke mal, das hat jeder begriffen. Main Stairs, Fireplace, Main, Fireplace Stairs nach oben, nach unten Snow Stairs, nach oben Library Stairs, nach unten sind es halt die Blue Stairs. Ganz wichtig, ja. Nochmal im Lärm. Also, ja, oh, die Barricade, ganz wichtig, Junge. Ja, nee, es ist Lärm. Es ist ein Hindernis, es ist Lärm. Oh mein Gott, die Barricade, hast du sie gesehen, Markus? Der Endgegner, gleich wieder raus. Gleich nach Hause. Alte 4, wir geben auf 7-0, sorry. So, Sloth, mal nicht auf. Sloth, interessant auch, ne? Spielt auf dem Floris und nicht auf eine Ashe oder sonst wie so einem Initiator-Operator. Ja, und Sloth bekommt sie mal mit, der Smoke. Oh mein Gott, hat immer Glück, kein Robbing Frag, aber gegen Secretly damit den Smoke raus. Und der muss hier aber nochmal aufpassen. So, Nath steht nochmal mit der Clash auf den Stairs und wartet auf seinen Kontrakt. Händen. Ja, 4-5 Situation und sehr schön. Kill gegen Alter, Doki. Holt er ihn einen Blur, setzt gegen Gorgona. Wir haben Grizzly noch übrigens mit dem 4K. Doki gönnt mal wieder richtig, ey. Bei Doki ist es halt manchmal echt krank, was er so für Plays am Start hat. Denn manchmal funktioniert er nur solide und wenn er halt dann wieder funktioniert, dann macht er das im Grunde eigentlich alleine. Das erinnert mich jetzt gerade so an das Match Trainhard gegen Navi, war auch Chalet, das war Stage 1 gewesen, glaube ich, auch der erste Spieltag. Und Doki geht da rein und rasiert halt alle tot. Das war halt echt krass. Krasse Runde und guck sie an, Spot komplett aufgemacht. Lass sie doch kommen. Und das wusste Kovana. Ganz wichtig, gut gespielt hier. Also ich glaube, da will man ein bisschen Beef seitens Doki. Hat man Bock. Ja, auf jeden Fall. Also der hat sich positioning-technisch gerade wieder mal in die Gold-Membership-Area gesetzt und gesagt, hier wird jetzt abgeholzt. Und er hat sich positioning-technisch jetzt ist besser. Mal in die Gold-Membership-Area gesetzt und gesagt, hier wird jetzt abgeholzt und zwar ohne Ende. Ihr seht auch gerade, für Navi hätte das aktuell sehr interessante Vorteile. Sie würden natürlich nicht auf den ersten... Wenn er in der Pickphase ist. Heute zu so kann es sein, gewonnen, dass speziell mit dieser Season Bandit so ein bisschen tot ist? Im Grunde würde ich das... War der ja immer schon, aber jetzt so richtig... Im Grunde würde ich das nicht ganz aussagen, weil wir haben vorhin schon ein Match gesehen auf Clubhouse, da wurde Bandit auch nochmal gespielt. Aber ja, er wird auf alle Fälle meines Erachtens auch weniger geutilized als früher. Dafür wird halt jetzt eben
darauf zu hoffen, dass ja, irgendwann mal das kommt immer auf den Spot an, ne? Und es gibt noch Spot, wo der ganz gut spielbar ist, auch wenn man ihn halt selten sieht noch. Garage wird er ab und zu noch ausgepackt bei Consulate. Bei CC eben, bei Clubhouse wird er auch noch gespielt. Zwar nicht durchgehend, aber das kommt auch immer noch darauf an, natürlich, welche Bans getätigt werden, ne? Bei den Attackern. Klar, also um nur, dass er halt Impact hat. Wenn der KI gebannt ist, dann hast du dich nur beendet, auch in der Richtung, klar. Ja, so war ja auch immer schon zuletzt, dass der KI ein bisschen mehr abgegangen ist. Aber jetzt, dieses Season fand ich es richtig krass, weil ich gucke halt viel mehr CGG-Stats an und so. Und ob jetzt LATAM, NA oder EU, weil die Fenderliste siehst du beide nicht mal aufgelistet. No. So wenig wird da gespielt, das ist krass. Oh Gott. Doki. Ganz dreister Opening Frag hier, ey. Ja, ist halt immer schwierig, ne? Bringt ja nur was, wenn du Active Tricks. Und ein Active Bandit ist halt auch immer eine gute Chance für ein Opening für Attacker, so, ne? Ja. Mit einem Typen, den du, den du killen kannst. Ja. Also, man muss halt aber dazu sagen, das kommt immer noch halt darauf an, wie du denn dagegen anspielst. Also, es gibt oft die Möglichkeit und trotzdem wird diese halt nicht wahrgenommen, um jetzt irgendwie Bandit explizit rauszunehmen, ne? Weil das ja auch so ist. Ich mach mal hier ganz kurz Stopp. Das funktioniert ja wieder nicht so. Kann ich nicht Stopp machen sogar? Geht das nicht auch? Guck mal, ob du Stopp machen kannst. Ist jetzt Stopp bei dir auch? Jetzt ist bei mir Stopp auch. Nice, dann geht's ja super. Gut, auf was ich eben gerade hinaus wollte, weil wir ja gerade kurz am Bandit diskutieren sind. Das ist ja auch so, natürlich kannst du den Bandit irgendwo massiv gut rausnehmen, wenn wir jetzt so bei CC bleiben, bei Clubhouse, ne? Die Sache ist halt aber, die Teams haben ja einen gewissen Aufbau und da ist es vielleicht meistens nicht unbedingt gerade so mit drinne, dass du jetzt so exklusiv jetzt diesen einen Bandit anspielen kannst, weil du natürlich auch das und das und das machen möchtest in der Zeit, ne? Weil du möchtest vielleicht jetzt den Construction Breach durchkriegen, weil man vielleicht erst auf Construction gehen möchte oder der halt den Garage Breach und da, man, das hat ja immer ein bisschen verteilt, die einen kümmern sich um das, die anderen kümmern sich um das, ne? Ist das halt dann meistens so Manpower-mäßig immer schlecht verteilt, dass du denn da wirklich mehr Manpower wegen nur einen Spieler aufwenden möchtest? Das ist halt meines Erachtens eher oft das Problem, dass die da halt das dann immer ein bisschen so versäumen, weißt du? Mhm, klar, es hat eine Chance auf ein Opening, aber kostet auch viel, weiß ich gerade aus meines CC, liegst du da vom Window rum so ungefähr mit der Nade, währenddessen können die Verteidiger, gut, das wissen die dann ja wahrscheinlich, oh, springst du in den Window raus oder piekst mal. Ja. Klar. Auch nicht ganz ungefährlich, das stimmt. Ja. Jetzt guck mal kurz, ob du Play machen kannst und ob es dann noch weitergeht. Jo, ich drück mal jetzt. Aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Also man kommt auch. Ich mach die Lobby auf und du bist Lobbyleader, oder wie? Ich glaube, dass ein Play in Stopp geht, aber immer. Ich glaube, das kommen alle. Ja, aber ich kann es nicht, wenn ich das jetzt mache. Hier, mach ich. Geht weiter. Ha, ja, das ist aber ein Bug. Keine Ahnung. Guck mal an, ey, du spielst jetzt schon in Unterzahlsituation, Markus. Ja, und das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm, weil du brauchst hier echt Manpower teilweise, um... Ich mach das mal folgendermaßen. Mach mal kurz Stopp. Bekommen gerade hier ja. Ich leave das mal und joine mal neu. Okay. Mach ich mal so. Vielleicht kann ich das denn auch hinkriegen. Power. Das Bedroom. Ich halt eben Stopp machen kann und dass das auch funktioniert. Ist egal. Rück mal kurz bitte nichts, warte mal. Ja, tue ich nicht. Nee, er stoppt halt einfach. Ich hasse Watch Duper. So helle mit diesem. Tja, dann was ich wohl, das ist ja doof. Ja, jetzt bist du der Allmann. Oder ja, die Allmacht? Mach mal weiter, ne? 3, jo. 2, 1, go. Das Bedroom ist immer eine Flanke eigentlich sehr gut. Du willst Piano unter Kontrolle halten, eventuell auch vorne noch breachen. Und sie sind eben noch full. Also man hat ja nicht mal jemanden mitbekommen, nicht mal einen Refrag setzen können. Das ist unangenehm. Ja, natürlich, Grizzly, jetzt würde man sagen, warum hängt er jetzt so oben? Naja, der hofft einfach jetzt irgendwie in der Zeit noch eine Rotation abzufangen, um irgendeinen Gegner da runterzufangen. Ich hätte so lustig gefunden, wäre die Granate einfach runtergekugelt zu Doki, ey. Gut, jetzt hier auf den Stairs, sieht ihn auch. Ja. Ja, das ist auch schon wieder durch. Doki ist so hart on point schon wieder, ey. Steht zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, da, wo er gebraucht wird. Blur legt nach, Anarchik rausgenommen, Gorgona. Last Man's. Ja, Doki ist halt immer noch so der richtig klassische ja, Ash-Jäger-Main. Vielleicht auch mit Ash, F4C, Stumpf-Jäger nee, auch rein, so richtig und, du Default. Hast ja, gesehen, ja, aber der kann das halt auch noch. Wenn man überlegt, so andere Leute sind ja davon komplett weg. Und da bin ich ein bisschen erstaunt drüber, muss ich fast schon gestehen. Weil
Als Pro-Spieler erwarte ich eigentlich, dass jetzt die Recall-Anpassung nicht so massiv ins Gewicht fallen für dich, weißt du? Ja, es ist schwierig, es ist halt wirklich jetzt bei Ashe so ein bisschen mit den First Shot, weil die relativ schnell halt hochgeht und ich glaube, das ist einfach immer sehr schwierig manchmal. Ja. Aber genau, also Doki, ich habe zumindest hier aus dem Match kenne ich ein paar Szenen, weil ich halt so ein Ashe-Video gerade mache und der hat eben viel Ashe jetzt neben Game spielt. Und teilweise halt wirklich schon, wo du denkst, ui, das sieht ja immer noch sehr clean aus, ne? Also wirklich sehr, sehr sauber. Ja, da kann man halt nur sagen, Doki hat voll Aiming, ne? Und Recoil Control. Das Ding tot analysieren, keine Frage. Man kann gucken, ja, ich glaube, gut. So, zumindest der Ash Recoil ist hoch, aber er ist zumindest relativ konstant, sage ich mal. Du weißt halt, okay, die geht schnell hoch, aber halt auch in einem gleichmäßigen Maße. Wenn du es vielleicht einmal raus hast, dann ist es so ein bisschen wie Oldschool Bug eventuell, also noch ein bisschen längerer her. Dann geht das eventuell. Ja. Also, man muss ja dazu sagen, das Recall-Pattern existiert ja im Grunde, ne? Also musst du das ja nur lernen. Die Frage ist nur, ob man das auch lernen möchte, eventuell, ne? Ja, gibt halt ein paar Waffen in dem Game, ne? Ja, deswegen. Und das alles auswendig zu lernen, ist halt nochmal was anderes. In Counter-Strike ist das halt so, da spielst du ja meistens. Sagen wir mal einfach, ich bin jetzt mal dreist, behaupte, da spielst du maximal 6 Waffen oder sowas, ne? Da hast du es schnell drin, aber hier hat jeder Operator seine exklusive Waffe, fast im Regulärfall, ne? Und wir haben ein riesiges Operator-Portfolio und daher ist es halt schwer, jeden Recoil jeder Waffe zu kennen. Ja, und du gibt ja einfach regelmäßige Änderungen, ne? Jetzt mit den Aufsätzen zum Beispiel und du, ja, es ist halt, irgendwie hat man halt. Ich habe auch bei keiner Waffe wirklich ein Recoil-Pattern gelernt, sondern einfach ja. Nur aufs Gefühl, ich weiß, hier muss ich stärker runterziehen, da weniger und dann passt das schon irgendwie. Mach mal kurz Stopp. Ja. Und was können wir daraus denn im Endeffekt lernen? Ist der Recoil-Pattern denn wirklich sinnvoll in Rainbow Six Siege? Ich würde ja fast sagen, im Grunde ja eigentlich nein. Es ist zwar nett, dass es halt drin ist, würde ich jetzt behaupten, ne? Aber stellt es einen Mehrwert da im Grunde eigentlich nicht? Weil wir haben ja gerade festgestellt, es gibt ja zu viele Waffen, wo du den lernen müsstest und das eigentlich fast unlernbar ist denn, würde ich ja fast schon behaupten. Also genau, aktuell ist er ja schon noch so ein bisschen variabel, ich glaube im horizontalen Bereich, so vertikal ist glaube ich relativ ähnlich immer. Genau, es gab ja mal dieses Thema, wo ja wirklich feste Recoil-Pattern wie in Counter-Strike waren, was ja einige echt cool finden, aber dafür ist es ein Siege einfach zu viel. Ja. Also wenn ich hätte wirklich dann, wie viele Attacker, ich glaube 30 Operator pro Seite haben wir jetzt noch mittlerweile ungefähr, ne? Ich glaube, sogar mehr. Ich glaube, wir sind bei 32, 35 oder sowas. Ich bin auch gerade nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, wir sind eher so bei 60, oder? Gut, und das ist vielleicht ja einer der Zuschauer schreiben können. aber da siehst du ja, wie viel, also klar, Waffen sind dann, weiß ich jetzt nicht, wie viel, ob jetzt weniger, mehr, gut, du hast Pistols, da ist es eher egal. Du hast ja schon ein paar vollautomatische Waffen, das wissen wir ja. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, schon ganz okay, dass da nicht jede Waffe ein individuelles Recoil-Pattern hat. Klar klingt das nach einer Skill-Mechanik, aber naja, Siege hat einfach zu viele Waffen dafür. Ja, das ist halt eben das Problem so. Ich glaube, das könnte man ein bisschen eindämmen, würde halt jeder Operator nicht nochmal eine Secondary-Waffe besitzen, also von den Primärwaffen nochmal eine zweite Waffe, ne? Dass man das halt vielleicht noch ein bisschen eindämmt. Da könnte man das vielleicht ein bisschen einfacher lernen, weil dann hast du nur bei diesen Operator nur diese eine Primärwaffe, ne? Dann lohnt sich das vielleicht auch mal wirklich zu lernen im Grunde. Aber ich denke mal, solange das halt nicht der Fall ist, hat das auch keinen Mehrwert. Aber worüber ich auch noch mit dir sprechen wollte, wenn du ja gerade da bist, weil wir gerade kurz über Attachment geredet haben. Ja. Ich bin ja gar kein Freund von Attachments. Wie siehst denn du das? Also ich denke mir halt so, ich hätte das lieber so clean wie in Counter-Strike. Du hast deine Waffe und das war's. Maximal solltest du im Rainbow ein Visier anpassen und vielleicht einen Silencer raufschrauben können oder halt mit einem Laserpointer arbeiten. Aber Muscle Break, Flash Hider, Long Barrel, Compensator, bin ich der Meinung, kannst du alles wegschmeißen. Die Grips kannst du auch alles wegschmeißen. Das ist für mich meines Erachtens auch ein schwieriger Einstiegspunkt für Leute, die neu in das Spiel kommen, die sich immer, du kriegst da wahrscheinlich auch oft die Fragen, was ist denn der valideste Aufsatz? Das könnte ich mir halt alles sparen im Grunde. Ich kann mir vorstellen, nachdem die neuen Attachments kamen, wie viele Nachrichten ich bekommen hatte, ob ich meine Liste mal wieder update. Ja. Meine Attachments. Ja, also bei Laufaufsätzen möchte ich sogar echt so ein bisschen recht geben, weil da halt einfach eh sich irgendwann nur irgendeine random Meta entwickelt und dann spielen dann doch alle irgendwie, wie jetzt halt Flash-Hider so ungefähr, wo man auch denkt, ja so richtig bringt das jetzt auch nicht, dass es mehrere Attachments gibt, nimmt ja doch jeder den gleichen. Ja.
Beim Griff finde ich es auch interessant, so okay, halt weniger Recoil oder halt eben schneller Scope, also da einfach der Unterschied größer ist und nicht einfach nur links, rechts, nach oben oder Einzelschuss ungefähr, wie eben bei Laufaufsätze. Ja, ich glaube, es bleibt aber auch so ein bisschen drin im Sinne von, du kannst deine Waffe individualisieren, ja, was anpassen, so Schnickschnack. Aber wenn es fehlen würde, wäre mir das, glaube ich, relativ egal. Ja, also mir im Grunde auch. Ich würde das sogar eher als Mehrwert erachten. Ich glaube, das ist einfach nur eine Anbiederung an das COD-Volk, muss ich fast sagen, weil aus COD ist man das halt gewohnt, dass du deine Waffen bis zum Geht nicht mehr modden kannst. Ne? Ich denke, das wollte man hier so ein bisschen mit reinnehmen, aber ich finde, das hätte man auch sein lassen können, muss ich dazu sagen. Also ich finde das halt nicht so mega nice. Irgendwas. Ja, ist halt irgendwie modern, ne? So Attachments und bla 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 gehört dazu. Ja. Deswegen, warte mal kurz, lass mich mal kurz überlegen. Eine Frage wollte ich, wenn wir gerade mal wieder quatschen, ist ja schon eine Weile her. Ist das echt so, ne? Ja, ey, meine Schuld ist das nicht. Ich habe eigentlich immer Zeit, Digga. Ja, also ich habe viel Arbeit, Bachelorarbeit, alles drum und dran, viel zu tun, letztens umgezogen. Am Machen. Mach mal weiter, vielleicht fällt mir die Frage nochmal ein. Jo, ganz entspannt. Die lustige Rotation. Hey, die sitzen da und warten dann. Ja, klar. Nee, das ist richtig. So. Mit der Granate, die war halt genau da. Was wir jetzt auf alle Fälle festhalten können, sie haben jetzt Bar gewonnen, sie haben Master gewonnen, spielen jetzt The Kitchen, ist zurzeit der beste Defense-Spot gerade auf der Map. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir haben auch gesehen, man spielt mit einer Mira, man hält oben Master Office mit, das ist halt förderlich, weil das hier ungefähr ein bisschen vergleichbar ist, wie wenn du jetzt einen Border damals gespielt hast und du halt eben Ventilation angreifen möchtest und Workshop, nimmst du natürlich auch oben die Area ein, wobei hier das Problem ist, dass die Area massiv groß ist, die Vertical anspielen muss. Ich finde, was Kitchen so mit einer der coolsten Spots irgendwie im ganzen Game ist, so weil du ja schon irgendwie so auch ein bisschen anders spielst, wie diesen Heavy Roam teilweise, die Leute wieder umläufst, vielleicht hältst du oben mit, du kannst unterschiedlich stark extenden, flankst du Basement lang. Okay, Gorgona ist einfach onside. Wo kommen die her? Wo kommen die her? Denke mal, dein Hang durch. Kannst du mal zurückspulen, bitte? Oder Basement, warte. Wie gehe ich denn minimal zurück? Oh Gott, das könnte zu weit werden. Das ist zu weit. Ja, lass ruhig. Passt schon. Guck mal die Runde nochmal. Hier war ich jetzt gerade. Gut, hast du gesehen, wenn du vier Leuten Topfloor hältst und die einfach irgendwo durchsprinten? Ja. Ist natürlich relativ schwierig. Ja, es ist aber schön, das ist halt sowas wie, ich spiele Clubhouse massiv hier oben mit massivem Roam und renne halt einfach on-site, was man halt tendenziell machen könnte, bloß halt nicht oft passiert. Also das finde ich ja gerade schon faszinierend. Jetzt will ich mal gucken, wie das hier zustande gekommen ist. Klar, dass sich die Gefahr mit so übertriebenen Vertical holt. Ja. Dass die einfach durchflitzen. Da würde es mich manchmal. Hat er den gerade durch die Tür erwischt? Da sehen wir jetzt. Er ist jetzt unten Zulu. Steht er da? Ja, Tatsache. Grizzly. Ist so lucky schon. Ja, der war auch mit erstes drin. Günstig gerade stand. Aber vielleicht hat man den auch gedroht vorher. Aber das würde mich manchmal echt interessieren. Mal so reinlauschen. Was so Calls. Zloff steht halt oben. Dass das nicht funktioniert, ist ganz einfach, weil die Teams wollen. Guck mal, jetzt hat Grizzly gehört oder gesehen, dass er clear ist und bumst die Leute nach. Sloth runter. Ja, clever. Ja. Anarchik also runter, halt bums. Mit Sloth halt genau hier. Ja, Kane heißt er nicht mehr, haha. Auf der Balcony. Hat natürlich dafür die Leute weggezogen vom Office Hold, also von Office Holds Richtung Dining. Und dann können wir in das Dining reinflitzen, weil die Typen da weg sind oben. Schon clever. Ja. Und auch schön gemacht. Die sind hier wirklich einmal durchgepusht. Das ist ja das, was ich immer meinen Zuschauern sage, was die meisten Teams falsch machen. Mal kurz Stopp. Ja. Die Sache ist, ich muss mal kurz die Map einblenden. Das geht halt immer darum, wenn du einen Push irgendwo reinspielst, heißt das nicht, dass der Push denn zu Ende ist, wenn du das erste Areal eingenommen hast. Im Grunde ist das hatten wir vorhin auch schon bei Consolate gesprochen, der Push muss weitergehen. Eigentlich musst du einmal die komplette Area durchdrücken, damit du so viel Pufferzone wie möglich machst. Das haben wir hier gerade gesehen, wir kommen Dining rein, pushen Kitchen durch und es wird sogar schon weiter durchgelaufen bis zur Trophy. Das heißt nämlich für die Defender, die müssen mehr und mehr Area zurückerobern, bis sie überhaupt zu dem Plant wieder hinkommen. Und das hat hier Gorgona, besser gesagt Kovana, gerade echt spitze gemacht. Also hat mir echt gut gefallen. Ja, zeigt ja auch, wie Sloth war das. Ja, du musst eigentlich nur eine Tür kurz anpunchen, dreimal da reinschießen und dann geht der Typ von seinem Engel da schon weg und dann können währenddessen die anderen rein. Ja. Muss manchmal nur so ein bisschen Mini-Pressure machen und das reicht schon völlig.
War schön. Mach ich mal weiter. Was du jo. Mit Flawless Round machen kannst, ist mit Flawless Antworten und mal Lücken nutzen. Und da war eine große Lücke und die haben sie gesehen und das gibt wieder Hoffnung. Ja, das war wirklich eine sehr, sehr schön runtergespielte Runde. Auf der anderen Seite ist der Spot meiner Meinung nach sogar, also den mussten sie holen. Den mussten sie jetzt holen, jetzt bin ich mal gespannt. Also eigentlich ist es natürlich ein Unding, dass du so einfach Kitchen holst, muss man dazu sagen. Da hat man sich ein bisschen verschätzt. Aber das ist ja halt auch immer wieder so, jede Strategie hat ja immer irgendwo einen blinden Fleck im Grunde, ne? Und den musst du halt finden und darauf aufspielen. Das hat jetzt gerade eigentlich Kovana gerade echt gut geschafft. Ich sitze ja jetzt schon eine Weile und quatsche, ne? Gerade wenn du merkst, so, puh, oh, das ging jetzt gerade. Ja, das ist natürlich auch so eine Schwachstelle, die hat ja wahrscheinlich jede Strat, wenn der Typ halt da Office da einmal kurz mit dem Pressure macht, musst du halt weg von deinen Holes. Und unten hast du halt oftmals nur einen einzigen. Und die, ich glaube, das war irgendwie Frost, die war viel zu weit weg oder so, keine Ahnung. Wäre das tatsächlich schon ein sehr gutes Positioning von Navi. Ja, sowas gibt aber die Map auch öfters mal her, zum Beispiel, man sieht auch manchmal einen Aufbau von unten, von Basement, von Snow, die Snow Stairs hoch und über Fireplace einfach Bar spielen. Das hast du zum Beispiel bei den Six Invitation jetzt ganz häufig gesehen. War ganz interessant gewesen. Ja gut, 3 Minuten ist ja ein Match, aber... Ich fand es komisch, dass sie es halt gar nicht gemerkt haben, ne? Also irgendwie, okay, mal im Sinne von die Kameras weg, die ist weg. Irgendwie irgendeine Art von Intel, dass das halt gar nicht durchging, dass da schon was Richtung Dining läuft. No. Genau das, genau da, Markus. Ja, vielleicht ist man auch ein bisschen in der Hinsicht gerade verwöhnt gewesen, dass die Runden zu einfach gingen und dann wirst du ja vielleicht ein bisschen unvorsichtig, muss man dazu sagen. Gibt's ja, ne? Kennen wir ja alle. Und dann ist man vielleicht auch noch damit beschäftigt, vielleicht noch Positioning zu beziehen. Weil das ist ja, du musst ja überlegen, du spielst ja über 2 Layers, also über 2 Ebenen, ne? Da musst du viel rumrotieren und alles sowas. Und da hat man dann vielleicht versäumt, einfach die Vision dementsprechend mal kurz am Anfang zu nutzen. Gemacht. Also die Idee ist gar nicht gut hier, auch quasi sich eine Rotation aufzumachen mit seiner Flores-Drohne, vielleicht falls da jemand hinterhockt, ja. Da muss ich tatsächlich auch sagen, ich bin sehr überrascht, wie vielseitig Flores eingesetzt wird. Nicht nur eben, um irgendwie eine Wand frei zu bekommen, sondern auch Gadget Deny, Barbwire. Mach mal kurz Stopp. Ja, Wände, Rotation. Ja. Man müsste ja hier den Leuten den wunderschönen Bug bei der wunderschönen Drohne gerade zeigen. Ach so. Ja, Gott. Das ist ja eine Kleinigkeit. Ja, nee. Im Grunde bin ich der Meinung, ich hätte nicht eigentlich gedacht, dass Flores wirklich so viel Impact hat. Ich habe mir schon gedacht, er wird auf alle Fälle schon ein bisschen was ausmachen. Ich finde das sehr, sehr schön, dass sie wirklich darauf auch mal, dass du viele Matches jetzt siehst, wo der halt zum Einsatz kommt, weil du da massiv gut die Utility rausnehmen kannst. Zum Beispiel das jetzt hier gerade, das wird wahrscheinlich, wenn Nathan da die Drohne nicht wegkriegt, wird das halt scheppern, ne? Da hast du halt 2 ADSs verloren. Das ist halt schon böse. Und das mit einem Aufwand von einer Utility, also, ups. Kannst eigentlich schon weitermachen, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ja, konnte halt dieses ganze Jäger-ADS-Gestacke, gut, jetzt war es abgeschossen, die Drohne, aber jetzt, wo du vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität im Bannsystem hast und vielleicht wirklich mal so Mute raushauen darfst oder so, ja. Kannst du halt echt schon viel mit wegmachen für, was ja 4 Drohnen, ne? Ist halt schon, ein paar Fehlversuche sind da schon drin. Ja. Aber auch da wieder dieses Ding, da wird aber ich würde ihn, glaube ich, erstmal auch nicht nerven. Ich glaube, ich würde ihn sogar echt noch erstmal lassen, nur mal gucken. Also ich hatte damals angemerkt, ich finde, er hat vielleicht zu viele Drohnen im Endeffekt, weil hat er denn normal die 2 normalen Drohnen, ne? Also wenn, bin ich auch nur der Meinung, sollte man ihn eine der Explosivdrohnen wegnehmen, tendenziell vielleicht. Aber ich wäre auch nur dafür, wir warten noch ein bisschen ab. Ja, weil man die ja wirklich teilweise einfach schnell weg sind, ne? Ja. Ist ja nun mal so, wenn du durch einen Drone-Hole farmen willst und du hast nicht währenddessen eine Flashbang oder Smoke oder irgendwas, um das abzulenken, wenn die halt nachher weggeknipst. Nathan hat aber auch Bock. Da fast rein, ey. Den braucht man nicht unbedingt auf dem Bar- und Gaming-Spot. Aber wäre natürlich schön gewesen, gerade die Bahner, die ja jetzt aktuell. Und da probiert man halt wieder schnell auf den Spot aufzuspielen. Mal gucken, ob sie das schaffen. So gut wie gar kein Recoil mehr vorhanden. Also Map Control ist auf alle Fälle scheinbar nicht das Ding hier gerade von Kovana. Und man versucht jetzt hier auf Biegen und Brechen irgendwie reinzukommen. Vielleicht auch nicht unbedingt über die typischen Spots. Wenn du den Take halt anguckst, ne? Eigentlich haben die gar nicht viel eingenommen gefühlt, haben sie nur matt. Ja.
Muss erst mal rauskriegen. Und nicht mal Library wirklich oben, nur Engels hat. No. Das ist ja das, was ich ja gerade meinte. Im Grunde haben sie ja nichts erreicht und kommen trotzdem von da raus gerade in die Area rein und werden aber dezimiert hier. Erstmal zur Sache, man kommt da jetzt auch so schnell gar nicht ran. Braces Dark Grizzly holt sich Nathan, Gorgona nochmal nachgelegt mit Blur. Krass, aber haben es trotzdem geschafft. Respekt. Ja, Miramando war eh die ganze Zeit schon offen, glaube ich, wegen der Twitch. Und dann irgendwie eine Smoke davor und so. Klar, wenn du halt den Platz nicht hast, dann musst du den Gegner mit der Smoke müssen die Sicht wegnehmen und dann hast du wieder ein bisschen Platz. Oh. Also das hat mich gerade doch nochmal erstaunt, muss ich sagen, weil ja halt wirklich wenig Map-Control da war. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich... ja, das wundert mich jetzt auch, dass dann irgendwie... War nicht noch einer Richtung Dining von Navi? Dann hattest du ja auch einen Blue Stairs. Hast du ja irgendwie schon so ein halbes Crossfire so ungefähr und trotzdem kommen die da durch. Das war das Thema, das Navi auch gedacht hat. Warte mal. Deswegen ist das so zusammengefallen. Ja. Also man hat viel die Sites bespielt, die nachher völlig irrelevant waren. Und da hat man sich dann halt drauf fokussiert bei Navi. Bei dem Double Sound gab. Diese Verwirrtaktik endlich mal funktioniert. Nice. Auch wenn ich sagen muss, Gorgona hätte da ruhig auch mal mitmachen. Also so gute 2,5 Minuten am Fenster. Ja, die Qualität ist aber auch gerade ein bisschen schmutzig, ey. Er kann ja Library jemanden droppen. Und dann halt quasi dich von hinten übers Window natzen. Jetzt sogar einen Warden dabei, aber mit C4. Okay. Ja, gut. Gut, klar, Master. Ich habe schon verstanden, was er da oben gemacht hat. C4 nie schlecht. Er hätte zumindest zwischenzeitlich auch mal schauen können. Ja, aber dafür ein Warden. Also ich bin ja mal gespannt, was die da mit sich erreichen wollen im Grunde. Jetzt nur wegen den Smokes von Twitch, ne? Ich glaube, sonst ist Attacker Lineup wie vorher. Ich glaube, es ist ja nicht so, dass wenn Kuvana da groß was switchen würde. Du immer. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn er draußen bleibt und nicht drin ist. Also er hätte drin natürlich über die Head spielen können, ja. Was ja, glaube ich, dann am Ende auch passiert ist. Dadurch, dass er draußen geblieben ist, hat er wiederum eine schnelle Rotation nach unten. Ja, also also dort sind die Steps, je nachdem da, wo er gebraucht wird, ob sie mit einer unten. Ey, pass auf, die sehen gerade, dass wieder die ganze Area clear ist, werden er wahrscheinlich gleich reinrennen. Natürlich die entsprechende Position und dadurch, dass sie es eingenommen haben, konnte er dann. Er hat ja gut, aber dieser müssen ja den Office planten, ne? Ja. Und nicht in Dining. Die Hedge, den langen Winkel durch das Miro genommen. Solange ich auch gar nicht weiß, was der Plan dort war und was man im Speak da vielleicht auch miteinander besprochen hat, will ich da auch gar nicht. Ja. Oh, da ist erstmal Warden tot, also Impact gibt's nicht. Ja, vor allem ist halt nix, ne? Du hast ja auch kein Schild aufgestellt gehabt, so gesehen, weil er C4 hatte. Ja, nix gebracht. Sehr schön, ey, das ist aber krass gerade. Sauber. Ja, das ist durch. Guck mal, wie ich aktiv werden kann. Grizzly holt sich Doki. Ja, der pokert man gerade mit zu viel Area Control von der Defense, ne? Die denken halt, die werden das und das machen und da verschätzt man sich gerade ein bisschen. War aber auch an sich so eine sehr ungewöhnliche Attack, ne? So gar nicht so das typische, ja, wir taken das Library oder wir taken Solarium, sondern welche Hangmaster Window, irgendwer hängt Solarium Window und irgendwer hängt Buffroom, ne? Und überall hängen welche Leute rum. Ist halt vergleichbar mit CEO. Bei Consulate. Du hängst halt an deinen Windows rum, wohnst da ein bisschen rein und wenn du dann den guten Momentum-Punkt gefunden hast, heißt es dann, ey, komm, Yolo, jetzt mal rein da und mal ein bisschen umballern. So. Ist so, wir haben Opening, schmeißt zwei Smokes rein und dann ballern wir uns da irgendwie durch, ey. Ja, so wirkte das auf alle Fälle und hat da gut geklappt gehabt. Ich meinte ja, es ist ja kaum jemand on-site gewesen und das haben die einfach gerade ausgedrohnt gehabt und darauf basierend sich gedacht, ey, ab die Post. Da jetzt nochmal einen Timeout zu ziehen oder den Timeout zu ziehen. Oh, Navi entschließt sich Basement zu spielen. Da call ich jetzt schon mal den Loss. Das wird Navi verlieren. Ich weiß, es war das allererste Mal, wo man wirklich so Chalet gesehen hatte, auch in Competitive. Mhm. Da hat auch Navi das gespielt. Die hat sieht man schon, mit Castle aus, so ein Extended holt. Also SSG-Style so ungefähr, ne? So ein bisschen Extended. Da machen sie scheinbar wieder. Alibi ist interessant, okay, ist immer sehr ungewöhnlich natürlich. Also, im Endeffekt geht es jetzt darum. Ja, wir wissen ja, dass sie ja Impact haben kann. In Late Game ist halt immer mal ein bisschen schwer, halt mal, wenn du da irgendwo schnell reinpushen musst, die Prismas zu unterscheiden von normalen Spielern, ne? Wenn es halt mal auf schnelle Action abläuft. Aber das hier ist schon interessant. Weil die Dining Hedge finde ich jetzt nicht so groß problematisch, dass du die mithalten musst. Meines Erachtens ist eher das Problem Fireplace, das war ja auch damals schon das große Problem gewesen, dass du halt dadurch den ganzen Winesetter-Spot dominieren kannst, ne? Und hier sehen wir eine richtig geile Waffe, die spiele ich immer ganz gerne bei Unranked. Das ist sehr kurios. Immer Alibi, da diese komische Shotgun. Gut, klar kannst du 800 Trillionen Holes damit machen. Aber ungewöhnlich.
kannst du halt nur über den First. Auch schon alle Prismen direkt platziert. Corona wird wahrscheinlich jetzt auch den Highground mitbespielen. Das sieht auf jeden Fall so aus hier. Ich höre auch die ganze Zeit nur die Floris-Drohnen, ne? Ja, das ist krass, da, wie weit die sich hier aufgebaut haben. Arbeit mit denen, das ist stark. So viel Utility. Ja, das hat Charlie, ne? So an sich, so riesengroß ist die Map ja eigentlich nicht. Kannst dir schon mal erlauben. Halt finde ich gut, die halten halt oben Lyrie mit, wovon sie natürlich dadurch auch Fireplace mithalten, ne? Dass du in den Fireplace nicht einfach reingehen kannst und da anfängst, Vertical zu spielen. Und du kommst halt durch deinen Kitchen nicht so einfach durch, da sie ja natürlich Reinforce und Käse da nutzen. Finde ich an sich ganz der Mainstress, das ist Secretly, den kriegst du da ja auch einfach nicht weg, so ungefähr, wenn währenddessen noch einer in Connector quasi spielt. Snowstairs, mein Guter. Snowstairs, eieiei. Mainstairs ist hinten bei Main. Ah, und Kendrew läuft Mainstairs einfach rein. Und ist tot, okay. UMP Kendrew direkt hinterhergepackt. Und passt auf. Was hat der die denn geholt? Hat er hinten die in Trench geholt? Ja. Hm. So. Alter. Ja, da kommt man nochmal irgendwer an, dass mir Lucy nichts mehr taugt. Nö. Hier ist schon witzig. Also, ich finde auch das Loadout halt immer noch super geil, muss ich sagen. Ja, das carried für mich ja auch Thunderbird so ein bisschen. Wie gut diese Healings sind, kann man sich drüber streiten, ne? Aber Loadout ist halt massiv geil, ne? Naja, ist halt schon geisterkrank. Ja, dann kommt's eben drauf an. Die Spear, dann hast du Impact, du hast C4, du hast die Bering. Das ist schon ein absoluter Absturz eigentlich. Ich sollte jetzt diese künstliche Timeout auch nutzen zum Quatschen. Ja. Wie wollen wir verfahren? Welche Spots wollen wir jetzt nehmen? Ja, das ist natürlich jetzt eine Schande, dass sie das dann verloren haben in der Attack. Ich glaube, wären sie da einfach nur dumm unten reinmarschiert, indem sie halt jetzt einfach nur Snow öffnen oder halt über Winecellar gehen. Da ist natürlich die Dining Hedge, aber die Dining Hedge, da siehst du halt nicht so viel von. Im Grunde. Ja, da haben die halt auch wahrscheinlich auf diesen Sinn dieser Taktik auch ein bisschen reingespielt im Sinne von, wir rushen einfach mal rein, die können nicht überall sein, aber dann sind sie ja scheinbar ja doch so. Das wollen die auch ein bisschen auf vielleicht forcen, dass man einfach mal reinrennt und dann ein paar Winkel gibt es ja doch in Winecellar. Ja. Wenn da einer Blue Hawk und einer hinter diesem Pillar-Ding. Mach mal kurz Stopp. Ja, warte. Zack. Zwar geht es darum, im Grunde ist halt Basement relativ einfach anzugreifen. Du baust halt eigentlich auf, du hast einen Trench, du hältst mit einem oben Main. Oder West Main, sagt es Main. Und dann kommst du über Car Garage, machst einfach den Long Breach auf vom Winecellar, dann machst du vorne Snow auf und dann ist das Ding eigentlich meistens Geschichte. Dann spielst du kurzzeitig mal kurz einen Hold und ballerst da drin alles zusammen. Das ist so vergleichbar mit wie Cash und CC halt eben bei Clubhouse. Hingehen, Wand aufmachen, der hintere Teil Garage ist vergleichbar mit über Construction anspielen. So geht es eigentlich im regulär voll übelst einfach, deswegen ist der eigentlich ja auch ein Attack-Spot im Grunde, aber hier hat man sich gerade einfach über die ganze Map schleifen lassen und das ist so meines Erachtens so ein bisschen das Problem, wie du auch gerade schon gesagt hast, ich glaube, die sind zu sehr darauf eingegangen, was jetzt da gespielt wird und die wollten gerade überall irgendwo was machen, haben aber nicht den ordentlichen Ansatzpunkt gefunden, um diese Strategie nach und nach auszuhebeln. Hast du eigentlich auch nur so richtig Blue als so mega Safe-Spot, sage ich mal? Ja. Aber wenn du den halt von mir aus, wenn es halt nur noch den gibt, dann bringt der auch nichts, wenn es der einzige ist. Oder wenn der abgesmoked ist oder irgendwas. Ja. Also ich bin auf alle Fälle erstaunt. Schnell einfach rein. Ja. Bin jetzt weg. Tschüss. Bin kurz auf K. Die Bering finde ich super geil, dass sie die Waffen wieder gebufft haben, ey. Endlich treffe ich da mal wieder was, ey. Ich muss ja sagen, mit der SMG11 bin ich mit den neuen Attachments schlechter als vorher. Okay. Keine Ahnung, irgendwie fand ich das. Der alte Flash-Hider hat zwar nicht so krass einen Rückschuss gesenkt, aber er hat früher angefangen, was zu machen. So jetzt, klar, auf lange Sicht ist der Recoil geringer mit der SMG-11, glaube ich, wäre mein Eindruck. Aber so die ersten Schüsse sind noch höher als damals. Das ist irgendwie, weil der SMG-11 oder ja, halt schon so übelst One-Tap-mäßig spielt. Spearing haust ja auch gerne mal durch, das Magazin. Boah, ist weird. Das ist komisch. Das ist ja eine Umstellungssache wahrscheinlich einfach nur, ne? Ich bin einer davon. Ja, aber könnte doch ein spannenderes Match werden, als ich erwartet habe, weil, wenn man sich halt anguckt, Navi hat die Map einmal gewonnen und Kuvana hat sie bisher nicht gespielt und band sie, glaube ich, relativ oft, war mir so. Jetzt nicht mehr ganz drin bei den Stats, müsste ich mir nochmal angucken. Habe ich eigentlich eher erwartet, dass Navi hier mal kurz eine Überfahrt machen wird, aber das sieht doch noch ganz solide aus. Ah, das haben wir. Doki mit der Ash.
So ist das, Flower ist dennoch dabei. Dokebi auch mit dabei. Ja, das ist halt nichts Neues. In letzter Zeit wird sehr viel Dokebi zusammen mit Lion gespielt. Deswegen ist ja auch Lion gebannt. Also es gibt viele Teams, die jetzt massiv auf dieses Intel-Line-Up gehen sollen. Das haben wir meistens, wenn ich mich recht entsinne, oft gesehen, mal bei Café oder bei Consolate. Mhm. Ja, aber Chalet kannst du jetzt eigentlich sowieso erlauben. Und ist ja auch mittlerweile alles ein bisschen offensiver geworden, ein bisschen schneller. Ja. Aber man hätte vielleicht ein bisschen mehr Pressure von der anderen Seite noch machen können. Ich glaube, diese Trench, dass sie da gefallen sind, das kam ein bisschen spät. Die waren sehr spät unterwegs, man hatte die Info auch und dann sind die beide gefallen. Dann war die Kiste. Ich bin mal gespannt, wo die hinwollen. Die wollen einmal komplett oben Office einnehmen und Master und Co. wahrscheinlich. Also es ist jetzt so Default-lastig eher. Sofern man von Default sprechen kann zurzeit bei Chalet. Getroffen. Gorgona rotiert mal kurz in Pool, sagt, puh, da muss ich mich mal abkühlen. Hm. Hat lieber echt einmal einen kompletten Take. Auch hier no. High Ground zu saven. Weil gerade Chalet bietet auch wieder so unheimlich viele Möglichkeiten, vertikal zu spielen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen vergleichbar. Das ist immer sehr schön. Man kann immer viele Vergleiche ziehen. Vergleichbar wieder mit eben Consolate, dass du gerade einen Admin einnimmst, um dann halt irgendwann zu Lobbyen zu kommen. Und Piano, weißt du? Ja, und das finde ich eigentlich mal interessant. So, klar, wurde jetzt Ashe so genervt, dies, das. Doki runs ja trotzdem, aber siehst du auch so von, im Vergleich zu ihren Alternativen mit jetzt Jana, Sophia und Co. Der einzige 3-Speed, ne? Da siehst du ja Doki, zack, zack, zack. Eben die Stairs hochgesprintet. 2 Kills hat er schon geholt. Was ich ein bisschen unschön finde, ist, man hat ja bei Ashe jetzt wieder eine Roundcharge weggenommen. Hat aber basierend dadurch, dass sie ja 3 Roundcharges hatte, den AOE-Radius ja genervt, weil du ja 3 hattest, ne? Das war ja auch noch, ja. Jetzt hätten die den AOE-Radius eigentlich wieder erhöhen müssen, weil sie hat ja jetzt eine weniger und das haben sie nicht getan. Gut, damals war, glaube ich, das Thema gut, weil sie ja bei beiden genervt haben, Sophia, glaube ich, auch. Aber stimmt, sie hat weniger Range, sie hat keine Flashbangs mehr und ja, nur 2. No. Sehr starke Runde zu gewinnen. Und ich hatte es schon gesagt, Navi ist sehr stark, was die Attacks betrifft. Was es zu beweisen galt, ne? Ja, ich glaube, die ist bewusst mal ein bisschen krasser bei ihr durchgegriffen. Mal so mal schauen, was passiert. Mal so Meta-Change einfach erzwingen. Teams, die können einfach mit für ein bisschen Abwechslung sorgen. Boah, finde ich auch gut. Also es war Zeit bei Ashe. Schön gemacht. Ja, klar kann man sich drüber streiten, wie schön diese Balancing-Herangehensweise ist, dann so krass durchzugreifen. Aber eigentlich ist es ja auch cool, wenn es halt immer gewisse Arten von Metas gibt, die sich regelmäßig verändern. Sorgt ja einfach für Unterhaltung. Für Abwechslung. Zu Recht. Oh, Anarchik. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Das hat Bombe. Aber nur geinjured, Secretly rausgenommen. Ja, und Doki läuft ja einfach die ganze Zeit einfach so über die Map. Und da ist ein Gegner, hier ist ein Gegner. Ist so wie so ein 14-jähriges Rank-Kiddy. Einfach rein. Das ist jetzt die Gefahr von Navi. Gerade vor 16 Stunden nach Hause gekommen, Mittagessen gegönnt. Einmal Spaghetti mit Tomatensauce und jetzt rein ins Ranked. Ja, so sah das auf alle Fälle gerade aus. Das ist so, eigentlich ist das halt gerade so ein bisschen Chaiko-Style gewesen, weil Chaiko spielt immer sehr frei allein über die Map auf, ne? Und ist dann halt mal da und da und da und so war das gerade, fand ich schon ein bisschen bei Doki. Er ist halt mal kurz am Anfang mit seinem Team mitgelaufen und dann siehst du ihn halt einfach frei über die Map rotieren. Das ist echt so, ne? Auf einmal ist er die Trophy-Stairs hochgeschossen, sprintet komplett durch. Ich glaube, man zieht irgendwie einen beim Master oder so um den Dreh, dann ja Library Stairs und zum Schluss da nochmal überall gewesen. Also der Schrittzähler war bestimmt schon bei einem Kilometer oder sowas innerhalb der Map, ey. Ja, Doki steht jetzt auch schon auf 10-3 nach 7 Runden. Joa, ist eigentlich okay, bei 3 von 9 Runden. Der ist der Boy. Ja, mal gucken, ob jetzt das Navi auch schafft, da so einfach gangstermäßig reinzustolpern in den Spot, wie es ja vorhin Kovana geschafft hatte. Da kamen sie dabei. Die können es machen. Oder nicht, aber es dauert, wie du da irgendwas auffasst. Und gerade auf Chalet vorne rumzuschweißen, das ist, wer das selber schon mal gemacht hat, der weiß, das ist so undankbar. Mal gucken, in welchem Jahr wir den Nackbuff erwarten dürfen. Ja, also ich hoffe ja, dass sie das mit den Silent-Steppen drin lassen, weil das macht den Operator einfach raus. Ja, die ist gefühlt jetzt schlechter als vorher, wenn die zwar keine Gadgets triggert, aber wieder laut ist. Ja. Wird schwierig, weil sie das auch gerne mal durchwechseln. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Dokebi dabei. Und das kann auch ultimativ nervig werden hier. Ich find's ja ganz lustig, weißt du, jetzt siehst du Nöck
Sind Pro-Teams irgendwann mal auf den Trichter gekommen, man kann ja mal den Operator spielen, den ich schon seitdem der Operator draußen ist, immer wieder spiele, weil der halt geil ist. Jetzt kommen die Pro-Teams mal auf den Gedanken, den mal auszupacken und jetzt siehst du den voll oft in Ranked. Ich find's voll lustig, ey. Da siehst du halt einfach mal... Ja? Durch die Granaten gecarried, sag ich mal, ne, gefühlt. Ja. Jetzt sieht man das, glaube ich, gleich mit dem Recall, was ich meinte. Ja, aber... Kein Problem. Eben kurz draufgehalten. Makro, eindeutiges Makro, Kappa. Alter. Gorgona kann ihn stoppen, aber der Schaden ist angerichtet. Zu dritt lungern sie jetzt darum. Sie müssen sich zusammenfinden. Ich will nicht sagen, aber Blur sein Positioning mit Nöck ist schon ein bisschen doof, oder? Wieder fragt man sich schon, warum spielst du Nöck, wenn du da nur hängst? Ja, gut, klar, dir zwei Granaten, aber dann könnte er ja auch Jana spielen. Ja. Aber ist er gebannt, oder Maverick, gut, ja. Maverick, weil hat er erst auch gehabt. Ja. Slash ist noch drin, ne? Genau, Slash. Korrekt. Das verstehe ich nicht. Man muss halt dazu sagen, natürlich kann er später jetzt nochmal Impact damit haben mit den Operator, ne? Wenn er halt mal weggeht vom Fenster, den du vielleicht jetzt mit einem Maverick nicht haben könntest oder mit einem Sledge im Regulärfall, ne? Mhm. Aber trotzdem ist das zurzeit so ein bisschen, ja, er hängt halt da, ne? Klar, ist ja generell auch nicht doof zu sagen, mit Nöck nicht von Anfang an natürlich flanken, sondern eher später, das ist natürlich richtig. Trotzdem, ja. Das ihm der Teammate von Navi da gegeben hat. Jetzt sollten sie eigentlich wissen, dass der letzte noch oben ist. Jetzt von oben halten. Das wird schwierig, denn da steht jetzt Nathan mit ihm. Ja, und jetzt ist Blur aber nicht mehr oben. An dem Windows, wo er die ganze Zeit rumhängt. Jetzt muss er den Diffuser recovern. Okay, er geht runter. Wenn er jetzt auch in Bewegung treibt, wollte ich sonst sagen, macht er auch, aber undankbare Aufgabe. Oh, schön. Eieiei. Jetzt muss er sich auf den Planter konzentrieren, der aber gerade mit dem Teil abhaut. Und drüben plantet. Ja. Und das auch noch in einer guten Position. Er plantet nämlich hier direkt neben der Door. Oh, Nummer 2 ist da. Sehr schön. Nummer 3 leider nicht mehr. Blur bricht ab und verschenkt mal Schellen zum Mitnehmen. Der war durch, der Plant war. Gut, ein Vorteil natürlich. FMG 9 auf Attack. Visiert schon da anders, alle anderen Waffen, ne? Ja. Jetzt fällt mir gerade ein, wo du bei schnell anvisieren bist. Mach mal Stopp. Ja. Mal sehen, ob du das weißt. Weil ich weiß das nämlich nicht im Grunde. Gott. Ja, hau raus. Und zwar, der Angle Grip ist ja dafür da, dass du ja schneller ins Visier kommst, ne? Ja. Ist der schneller, als wenn ich keinen Grip nutzen würde? Was? Ja. Hätte ich es gesagt? Also, ich weiß es halt nicht. Ich habe dazu noch nirgendwo Werte gesehen gehabt. Ich habe eigentlich gehofft, dass Rogue 9 dazu mir irgendwann mal was schreibt. Ich habe den angeschrieben gehabt, kam keine Resonanz zurück. Weil das wäre schon interessant zu wissen. Ich denke, ich glaube, halbe Geschwindigkeit ist, also ist doppelte Geschwindigkeit, so rum natürlich, haha. Also, dass es halt dann doppelt so schnell geht. Ich habe jetzt auch nie drauf geachtet. Ich spiele auch tatsächlich kaum noch Angle Grip. Weil im Endeffekt will ich mir ja einen Spielstil angewöhnen, dass ich, wenn ich um die Ecke gehe, bereits im Visier bin. Mhm. Das heißt, eigentlich, immer wenn ich einen Angle Grip gebraucht habe, habe ich eventuell was falsch gemacht, weil ich falsch gemoved bin. Also bei Roma ist es ja noch okay, weil du einfach sehr viel dich bewegst, so klar, Virtual irgendwas. Aber als Sophia oder so, auch wenn die offensiv ist, selbst da bin ich ja meistens ja vorher schon im Scope. Deswegen ist es eigentlich gar nicht unbedingt brauch. Okay. Weil ich ja eine Zeit lang zum Beispiel fast ohne Grips alles gespielt hatte. Ich fand das halt ganz interessant. Ich habe mal so, glaube ich, eine ganze Season, also 3 Monate, alles ohne Grips und ohne Attachment gespielt. Das ging halt im Grunde. Müsste ich eigentlich mal wieder machen. Aber auch da habe ich nicht gemerkt, ob das einen Unterschied macht, ob ich Engel nutze oder halt ohne Grips spiele, dass ich da schnell ins ADS komme. Deswegen war mal interessant für mich zu wissen, ob du da vielleicht eine Idee hast. Also ich spiele jetzt eher selten ganz ohne Griff, aber zumindest zwischen halt Front Grip und eben Angle merkt man das schon relativ deutlich. Ja, das sollte ja auch der Fall sein, ne? Jetzt kannst du weitermachen, mein Guter. Jo. Fetten Respekt. Skip mal. Oh Gott. Kann man eigentlich auch mit Pfeiltasten in Watch Together vorspielen? Ja, hast du ja gerade. Ich habe jetzt gerade den Balken so gezogen. Da kommen wir auch wieder auf das zu sprechen, was okay. Wir ich habe mal Angst, manche Player machen dann halt normal 10 Sekunden. Dann gibt es Player, da geht es dann direkt eine Minute vorgefühlt. Das ist ja immer. Hast du gesehen? Das macht ja jeder anders. Das waren einfach zwei, die man sich holen konnte. Aber der dritte, du kannst.
manchmal kannst du so gut spielen, wie du willst, aber du hast ja auch null Info als Verteidiger dann. Wo sind die alle? Was machen die alle? Wer plantet wo? Wer aimt was ab? Und dann hast du dieses Glück, da zwei zu treffen und der dritte, der überrennt dich dann einfach. Interessant. Das ist dieser Vorteil. Dass wir die Rotation reinforcen, das hat man öfter schon mal gesehen gehabt, habe ich aber schon eine Weile nicht mehr gesehen gehabt, muss ich sagen. Das so ein bisschen Ach so, gut, das ist natürlich der Angle von Master Wando, ne? Ja. Ist natürlich jetzt weil du kannst ja da dranhängen und da kannst du ja ein bisschen Piano reingucken, ne? Das neigt man jetzt natürlich damit. Aber natürlich die nice dir auch, wenn jetzt einer auf dem Balcony abaimt, eine Rotation rein in Office, ohne dass du dabei ordentlich gesehen wirst, ne? Ist der aktuell unterwegs. 12-4-1. Generell ja, das stimmt natürlich. Frage ist, wie viele attacken halt so rein noch über das Office Balcony, dann ist meistens ja eh schon Main Breach oder so auf. Der kommt nicht rein. Also ich glaube, man kann es tatsächlich echt reinforcen. Loki zernichtet hier einfach. Alter! Ja. Ash ist halt einfach immer noch Ash, so. Trotz Nerf. Ja, man muss aber dazu sagen, das ist auch gerade hartes Momentum, ne? Ich glaube, das hätte er vielleicht auch mit einem anderen Operator machen können, so. Ja, ist auch so. Ich glaube, das ist einfach nur so diese Confidence mit da. Ich kann jetzt reingehen und mit jedem anderen Operator ist so, aber meine Utility, ich darf nicht. Das glaubst du manchmal nicht. Obwohl ja Ash auch so, die wurde ja teilweise wirklich schon fast zu so einem Flankwatch umgebaut mit drei Charges, so, ne, ja, weil die muss ja lange überleben, weil du brauchst die Charges ja doch vielleicht für eine Lucy-Gadget. Und jetzt, wo sie halt nur noch zwei sagt, dann sagst du halt auch so, ja, Gott, scheiß auf die zwei, geh rein. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schön, dass sie ihr die Round-Charges weggenommen haben, muss ich sagen. Hätte man ruhig lassen können, die eine noch. Ja, ich fand die noch cooler mit drei Flashbangs tatsächlich. Und zwei Charges. Jetzt so ganz, aber ich muss sagen, also Sprengladung passt ja noch ein bisschen zu ihr, aber die Claymore ist so einfach so falsch. Das geht nicht. Ich spiele doch keine Ash mit einer Claymore. Doch, natürlich, weil guck mal, du bist so schnell drin, dann place irgendwo die Claymore, wo die Leute einfach nicht damit rechnen. Ja, natürlich. Natürlich. Guck mal, so schnell, wie du reingelaufen bist, der rechnet doch kein Defender damit, dass da schon irgendwo eine Claymore steht. Navi, so schnell. Wo ich mir denke, Leute, oh Mann. Euch an, wie die spielen, so spielt ihr jetzt auch. Eine Minute. Navi ist ja nur schnell, mein lieber Verdi, weil Doki schnell ist. Oh, lass uns jetzt noch mal warten. Also weil Doki ja einfach reingeht und der Meinung ist, ich darf hier alles umschießen, weil ich echt Main bin, so nach dem Motto, ey. Ja, richtig. Kann ja natürlich auch stehen. Ja, vor allem. Der macht direkt so schnell zwei Openings, ne? Das hat schon ein bisschen krass. Ja. Hier gut getroffen. Grizzly steht jetzt hier an der Door. Da fehlt jetzt ein bisschen der Floris mit seiner Drohne, um ihn zu treiben. Slot jetzt kriegt aber Secretly raus. Damit haben sie dort nochmal den Breach safe, den Diffuser auch auf dem Boden. 50 Sekunden sind in dieser Runde noch zu spielen. Mit der Valkyrie auf die MPX. Blur gewinnt aber mit der FMG. Auf der Nöck auch interessant, ne? Damit ist halt schon echt, also Blurs Positioning mit Nöck muss ich halt im Grunde irgendwie gar nicht verstehen, so. Ja, ich kann dir sagen, das passiert natürlich immer, so wenn den Operator pickst, aber einfach mal aus einem anderen Plan, weil das wichtiger ist, natürlich. Wirkt natürlich trotzdem irgendwie so komisch, aber ja. Funktioniert ja irgendwie. Ja, das ist korrekt, es funktioniert irgendwie. Es ist halt Doki, der halt reingeht, da was umballert, was die Roma betrifft, eigentlich im Regulärfall. Und dann denkt sich halt das restliche Team, okay, Doki macht jetzt mal kurz Pause, wir kümmern uns um den Spot so gesehen. Sieht bei ihr halt immer so komisch aus, eine andere halt einen Flank mit ihrem dicken, fetten Sturmgewehr, die mit ihrer kleinen FMG 9, das sieht irgendwie immer so falsch aus. Ja. Ich bin ja eh der Meinung, ich würde auch bei Nöck es besser finden, hätte man bei Nöck die Waffe von Echo, also die MP5SD. Weil das würde meines Erachtens viel besser für den Spielstil passen. Du siehst ja, alle Leute spielen die FMG mit was? Mit Silencer, ne? Wir haben ja eine Silence-Waffe, warum gibt man ihr die nicht? Der sagte, würde ich viel sinnvoller finden, muss ich sagen. Geschwindigkeit des Gegners mitzuhalten, dabei einfach auf die Schnute. Ich weiß es gar nicht, doch die MP5SD hat die gleiche Anvisierzeit, ne? Auch normale. Ich glaube, es sollte alles fast gleich sein. Ich glaube, der Damage ist nur ein Damage höher oder so, wenn ich mich recht entsinne. Aber Feuerrater sollte auch gleich sein. Ja, Echo ist 30, KW 4 FMG hat. Vielleicht sogar 32. Das könnte auch sein, dass das sogar weniger Damage macht, aber ist scheißegal. Weil wenn du den Silencer drauf machst bei der FMG, sinkt der Damage, ne? Ich glaube, FMG 9 ist auch viel so Kopfsache, weil irgendwie hat die ja keine wirklich so schlechten Stats. Klar, im Vergleich zu Attacker-Waffen mittelmäßig eventuell. Aber es ist, glaube ich, echt so, weil die sich irgendwie nicht so massiv anhört. Keine Ahnung. Hat man da immer so ein komisches Gefühl bei. Nochmal, was hat Kovana an Möglichkeiten? Weil
Dürfen sie jetzt keine mehr machen? Nur minimal, Hauptsache. Was hat Kovana für Möglichkeiten? Also hier kann man echt sagen, sie müssen mal Doki irgendwie aus dem Leben feuern. Ja, er dreht völlig frei. Aber ich sehe es auch gerade im Chat. PDW-Wert hier echt ganz witzig. Gut, vielleicht nicht die mit 50 Schussmagazin, die Jackal PDW, vielleicht ein bisschen reduziert, so 25 eventuell, halbes Magazin. Also im Grunde, wenn wir jetzt uns hier auf das Match beziehen, ich glaube, die müssen halt mal schauen. Doki spielt alleine rein, kriegt einen Frag, kriegt noch einen Frag, ne? Es passiert ja keine Reflex und das ist das große Problem. Also müssen sie ja im Grunde ein bisschen kompensierter spielen. Oder wenn denn halt Duo Roam, wo sie halt einfach Doki, denn wenn der einen Frag zieht, sofort dafür bestrafen. Und das passiert ja gerade nicht. Deswegen verliert jetzt auch einfach Kovana gerade die ganze Zeit das Match. Ja, vor allem wie schnell er wieder entreat, ne? Er ist einfach jetzt schon. Messer 9 halt oben schon, ne? Ja, das ist das Jungle drin, ne? Häufig rausgenommen. Doki zum Beispiel. Und generell das Team legt einfach viel Tempo vor. Und das, was sie jetzt zum Beispiel machen, Tempo rausnehmen. Das haben wir Kata Kovana auch einfach hergegeben, ne? Zwar ein bisschen das Reinforced by Library und so, aber eigentlich können die for free taken. Ja. Digga, der Breach war falsch. Ist das Doki sein Ernst gewesen gerade? Hat er den Balken da getroffen oder? Ja, deswegen. Ach, war auch gerade so. Das war kein Bug, ich glaube, der hat daneben geschossen. Solange er nur da daneben schießt und nicht bei den Köpfen, ne? Ist alles okay scheinbar. Wenn man Monitor geguckt hat, kam die Explosion und dann erst bei uns auf dem Bildschirm. Ja. Aber genau er dieser Weg. Kommt aus der Zukunft. Oh mein Gott. So, und er hat jetzt tatsächlich den wichtigen Winkel aufgebaut. Ja, aber guck mal, jetzt haben sie es schon mal geschafft, dass sie immerhin bei 1 Minute 15 noch 5 gegen 5 spielen und nicht 3 gegen 5 oder sowas. Ne? Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Also ich glaube, die Anpassung jetzt hier mit der Clash zu spielen und ein bisschen eher mehr on Zeit. Deswegen haben sie ja auch eben jetzt so Office, besser gesagt Library so einfach fallen lassen. Ne? Weil sie da wahrscheinlich keinen Bock drauf hatten, jetzt die ganze Zeit da weggebankt zu werden. Na klar, also wir kriegen jedes Mal Early Deaths rein, fällt mal ein bisschen zurück, spielt passiver. Klar, nicht doof. Dir mal an, wie das schnelle Spiel zum Erliegen kommt. Nur durch die Clash, ne? Oh, Nathan, Alter. Ein bisschen später. Die ignorieren die Clash halt. Die denken sich, ja gut, warum? Weil die wissen, dass die Clash da hinterher zieht. Ah, jetzt sehen wir hier endlich mal Nöck. Ja, es ist ja eigentlich auch schlau, ne? Halt erst late zu flanken, so okay, dann den Nate schon mal zu usen. Du denkst, ja, lass die doch machen. Der Wichtige ist der dahinter dann auf. Ah, guck mal, Sloth hat, glaube ich, irgendwie was gehört. Oh, Saves. Ja, sehr schön. Ja. Sauber. Sehr schön gemacht. Also du hast halt gesehen, der hat auf einmal reagiert, da muss irgendwo ein Call gekommen sein. Ja, an sich ist ja auch nicht doof, so mit Nuckert late zu flanken, aber klar, es ist halt dann, du verzichtest halt auf eine ganze Operator-Fähigkeit für einen potenziellen Late-Flank. Ja. Und ob es das halt wert ist, ne? Hol ihn dir, Junge, hol ihn dir, du hättest es dir verdient. Angefrackt. Noch ganze zwei Balken sind da. Er rotiert. Er rotiert weg Richtung Catwalk, Richtung Pillar. Und das wird ihm jetzt erstmal Zeit kosten, ihn dazu. Bin ich gut, wie weiter weg rotiert, ist super. Sauber, sehr schön gemacht. Ja. Richtig geil. Da ist das Ding durch. Uli, mach mal kurz Stopp. Wir können ja jetzt. Ja, natürlich. Weil ich ja immer ein Fazit mache. Und mein Fazit Alter. Ist halt, Doki ist passiert im Grunde. Das kann man halt schon wirklich sagen. Eigentlich würde ich behaupten auch, dass hier Kovana viel zu spät darauf reagiert hat, wie Doki halt reinspielt, dass hier immer die Opening-Tracks fallen, ne? Wir haben jetzt gesehen gehabt, dass sie in der letzten Runde ja dann ein bisschen eher mehr zusammengespielt haben, ein bisschen kompensierter, dass wenn halt die Möglichkeit besteht, denn wenn Frag fällt, dann immer gleich ein Refrag fallen kann. Bin ich aber auch der Meinung, darauf haben sie zu spät reagiert gehabt. Darauf hätte man schon viel früher reagieren müssen. Wenn Doki da so massiv reingehört, hätte man da schon ein bisschen vorher aufpassen müssen. Weil wenn ich mich recht entsinne, sind wir doch mit einem Swap hier rausgegangen aus diesem Match. Von 3-3, ne? Glaube genau. Ich. Und das heißt also, in den ersten zwei Runden, wo es denn halt eben 3-5 steht oder sowas, hätte ich schon mal mitkriegen müssen, ne? Das läuft nicht so ganz, als hätte er schon ein bisschen früher was machen können, denke ich mir halt. Oder besser gesagt, in der ersten Runde, wo es halt in der Defense schon schief lief, finde ich ein bisschen unschön. Aber an sich finde ich es erstaunlich, dass hier auch Navi einfach mal unten Basement gewinnen kann. Das war halt schon erstaunlich gewesen, weil man da wahrscheinlich einfach nicht auf den Trichter kam, wie man das jetzt am besten auszuspielen hat. War halt dann nicht so der typische Ranked-Basement-Hold, sondern wirklich halt dieses SSG-Style. Klar, ist irgendwie auch, glaube ich, unfair, jede Strat auf SSG irgendwie zu beziehen, nur weil die einmal diese prägende Strat hatten, aber wobei man ja sagen muss, ist ja auch irgendwie inspiriert, sag ich mal. Na.
Dass eine falsche Assoziation ist. Im Grunde ist das nicht von SSG gespielt worden, nicht von Penta damals als erstes. Das sage ich immer wieder, weil Penta hat damals dieses: Wir bauen oben auf, halten CC, halten Master, halten das alles, lassen uns dann runterdroppen zu Bar, halten den Bar und droppen von da aus runter ins Basement. Das hat eigentlich nicht SSG erfunden, das ist eigentlich damals das erste Mal gespielt worden von Penta. Gut, die haben es dann irgendwie, ja, in den Trend gebracht, so, ne, und dann hat es halt dann Umlauf genommen. Ja. Das kann tatsächlich echt gut sein. Ja, willst du noch schon weise Worte zu dem Match sagen? Ja, ich kann mich da eigentlich fast nur anschließen, im Sinne von, dass hier irgendwie schon Doki passiert ist, aber gerade die Openings. Oder dann die letzte Runde, wo man mal sagt, okay, wir haben keinen Bock, ein Opening reingedrückt zu bekommen, oder zumindest nicht so früh. Gut, dann hast du dieses andere Problem, du lässt den Attackern halt den Ground for free. Und da war ja eigentlich schon zeitlich relativ pünktlich alles gebreached so. Ich glaube, manchmal ist der Office Breach teilweise schon relativ spät, kann da eigentlich normalerweise auch passieren. Du weißt ja, jetzt diesmal zeitlich relativ gut. Auch wenn jetzt der Flank nicht geklappt hat vom Blur und sowas, ne? Auch der kam ja verhältnismäßig sogar früh und so. Hat halt Navi da mehr Zeit gehabt, mal ein bisschen nach einem einzelnen Frag zu suchen und ist ja auch irgendwie entstanden. Aber man muss ja dazu sagen, guck mal, der Flank ist ja nicht geglückt, aber was ist denn passiert? Wir sind in einer Unterzahlsituation, wir spielen 5 gegen 4, okay? Sloth muss eigentlich da, wo der Stack gerade aufbaut, bei Office nach hinten verschieben zu Solarium. Fehlt also natürlich eigentlich im Regulärfall gerade vorne. Also kann man ja schon von einem gewissen Impact reden, ne? Auch wenn der Key nicht kam. Das ist auch wie bei Ying im Grunde. Nur weil Ying nicht unbedingt einen Kill erzeugt mit den Candelas, hat das nicht unbedingt keinen Impact. Weil du natürlich Leute in der Rotation zwingst, die woanders hin rotieren und somit kannst du ja auch eine Area einnehmen. Es hat aber nicht unbedingt immer diesen harten Impact, dass du darauf basierend einen Kill anbringst. Aber trotzdem hat das einen gewissen Impact. Das sollte man immer nicht ganz außer Acht lassen. Ne? Also hier kann man dann immerhin schon sagen, da ist das Blur halt hinten hingegangen, ist, haben wir einen Spieler verschoben gekriegt, so, der vorher halt noch einen Engel gehabt hätte und somit konnte vielleicht Doki nicht so weit reinlaufen oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, ob Clash zu dem Zeitpunkt schon tot war, aber mit ihr hast du ja so gesehen ja auch einen weniger, weil die ja nicht so wirklich Gunfight stark ist. Klar gibt ihr die Intel, aber einen Typen umschießen ist da meistens schwieriger. Also bist sowieso schon ein Spieler halbwegs weniger, den ausgleichen muss und dann rotiert noch einer weg. Hast schon einen ist ja gegen Nathan da verreckt. Ja. Dann wird es ja irgendwann schwierig.